Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es ein bisschen Werbung und zwar für die Aktion von GT Arcade. Die haben nämlich was ziemlich Cooles vor und ich bin echt froh, hier dabei zu sein, beziehungsweise ich unterstütze das Ganze wirklich gerne. Denn vom 5. bis zum 18. August startet deren Projekt, bei dem sie probieren möchten, was gegen den Welthunger zu tun. Das komplette Geld, was durch diese Aktion zusammenkommt, beziehungsweise was entsteht, das wird dann am Ende an eine Stiftung gegeben, die versucht, den Welthunger zu bekämpfen. Und da gibt es unter anderem zwei ziemlich coole Dinge, die sie machen. Ihr müsst wissen, GT Arcade hat ziemlich viele Spiele am Start, ziemlich coole Spiele am Start. Zeige ich euch gleich noch. Aber unter anderem gibt es eine Streaming-Challenge. Ich glaube, ihr könnt euch sogar dafür jetzt noch anmelden, denn ihr könnt streamen bei der ganzen Sache. Es gibt allerdings die Challenge, dass ihr während des kompletten Streams, den ihr macht, ihr gar nichts essen dürft. Das ist so ein bisschen die erste Challenge und auf der Basis davon gibt es einen gewissen Betrag, den sie eben weiterleiten an die Stiftung gegen den Welthunger. Das zweite ist aber eigentlich das Coole und zwar ist das, glaube ich, für die meisten von euch richtig spannend, denn ihr könnt die Spiele von denen zocken, die sind unter anderem hier. Das kann jeder von euch tun. Ihr müsst dazu nicht ein Streamer sein oder ein YouTuber sein. Jeder, der Bock hat, kann sich das Spiele von denen holen, von GT Arcade, und die zocken. Und ihr werdet während des Spielens immer wieder Items finden. Und jedes vierte Item sorgt dafür, dass ein kleiner Geldbetrag an die Stiftung gegen den Welthunger geht. So wird was gesammelt. Das Ganze läuft, ich zeige es euch nochmal ganz kurz hier oben, vom 5. bis zum 18. August. Das heißt, es startet jetzt. Ihr könnt jetzt mitmachen. Es gibt auch Apps für die Handys. Checkt es am besten einfach mal ab. Und es gibt natürlich auch einige ziemlich coole Browser-Games. Ich zeige gleich noch eins. Und wer Bock hat, das zu machen, der kann sich doch jetzt einfach mal hier anmelden. Geht auf die Seite. Der Link ist unten in der Beschreibung. Einfach draufgehen. Wie gesagt, das ist ein bisschen Werbung. Checkt das Ganze ab. Ich finde, es ist eine super coole Sache. Es ist eine coole Promotion-Aktion und gleichzeitig eine coole Sache, dass man einfach durchs Zocken Leuten helfen kann, beziehungsweise dafür sorgen kann, dass Geld an die Stiftung gegen den Welthunger geht. Und ich würde sagen, ich zeige euch ein bisschen was. Wir fangen heute mal an mit League of Angels und schauen da mal ein bisschen rein. Und ich zeige euch das ein bisschen, ja. Hier seht ihr einige Spiele. Im Übrigen sind, glaube ich, die meisten Spiele kostenlos. Das ist klar. Also ihr müsst nicht die Spiele kaufen. Zumindest ist es bei League of Angels so. Und ich glaube auch, dass die Firma fast alle Spiele kostenlos gemacht hat. Und da zocken wir am besten jetzt mal ein bisschen rein. Ich starte das Ganze mal. Da sind wir auch schon und ich würde sagen, wir sehen uns mal so ein bisschen um. Ich bin anscheinend gerade noch in der Engelsakademie. Und guck, ich muss hier was ausrüsten. Machen wir direkt mal. Zack. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen was. Und mal gucken, was so kommt. Die Engel wollen, dass du alle göttlichen Armer einsammelst und die Helden vereinst. Ich habe so ein Fragment schon einmal bei Natascha gesehen. Wir sind also jetzt bei der nächsten Aufgabe. Ich würde sagen, das machen wir mal. Wir sammeln das Ganze mal hier ein. Oh, wir sind jetzt in einem Kampf, Freunde. Es geht direkt los mit einem kleinen Kampf. Ich bin... What? Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Ich weiß zwar nicht, was ich getan habe, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Wir sind auf jeden Fall noch im Tutorial vom Spiel. Und wie gesagt, alle, die Bock haben, diese Aktion zu unterstützen, es klappt mit allen Spielen. Ihr könnt euch durchklicken. Ich habe mich heute mal für dieses Spiel, also League of Angels, entschieden. Natürlich weiß ich noch nicht genau, wie es läuft. Aber allein dadurch, dass ihr zockt oder indem ihr jetzt anfangt, könnt ihr eben mithelfen. Deswegen klickt auf den Link. Und wer Lust hat und ein bisschen Zeit hat und auch Bock hat zu zocken, der kann gerne dabei sein. Sieg! Wir haben es auf jeden Fall geschafft, Freunde. Ich glaube auch, dass wir gleich durch das Tutorial durch sind. Aber wir müssen noch ein paar Quests hier machen mit Natascha. Ihr seht, es dauert ein bisschen. Auf jeden Fall sind wir gerade noch voll im Tutorial drin. Aber das dürfte eigentlich gar nicht so lange dauern. So, das schließen wir auch noch ab hier. Zack. Und wir haben einen neuen Held. Nice. Silvia. Oh, da kommt schon der nächste Kampf. Offenbar ist das so, dass man bei dem Spiel super viel kämpfen kann. Machen wir manueller. Kann ich dann angreifen? Ich beschleunige das mal kurz. So, auf jeden Fall haben wir wieder gewonnen. Sehr geil. Wir laufen hier immer noch lang und machen einige Quests. Wie gesagt, ich bin jetzt hier in der Beginnerphase. Jetzt muss ich auf jeden Fall zu Markus. Dann schließen wir das hier auch nochmal eben ab. Zack. Und es kommen auch immer wieder Kämpfe. Die werden auch gerade schwieriger. Es ist ein bisschen so bei League of Angels, dass man... Ups, fortfahren. Ich muss weitermachen. Jetzt kommt nämlich der nächste Kampf. Passt auf. So, da ist der nächste Kampf. Unsere beiden Helden müssen angreifen. Beziehungsweise, ja doch, unsere beiden Helden. Und ich kann hier immer Attacken auswählen, die dann ausgeführt werden. Ich greife jetzt einfach am besten einfach mal den an. Zack, und mit dem hier greife ich... Wow, warte. Das ist ein bisschen flott. Ich gehe mal schnell runter von der Beschleunigung, obwohl wir das, glaube ich, geschafft haben. Ja, nice. Okay, wir haben den Kampf im Tutorial relativ einfach gewonnen. Das war doch ganz geil. Machen wir weiter. Können wir das auch wieder abschließen? Hier, zack. Und auf zur nächsten Quest, Freunde. Was machen wir jetzt? Rekrutieren. Ach so, wollen wir Lin? Ja, komm, wir machen das. Wir machen das so. Das passt, glaube ich.
Ja, das ist doch schön. Nice. Das hat uns einiges gebracht. Willkommen im Team. Das heißt, wir haben jetzt unseren nächsten Helden. Ich glaube sogar, jetzt können alle gleichzeitig kämpfen, oder? Wollen wir jetzt rekrutieren? Ich guck mal gerade. Ja, ja doch, ich mache das, glaube ich, nochmal. Geht das? Nice, okay. Dann würde ich sagen, wir fahren mal fort hier zur nächsten Quest. 5 haben wir noch vor uns. Und ich glaube, dann sind wir sogar schon durch den Prolog. Das ist ein bisschen das Tutorial. Zack, schließen wir auch ab. Oh, auf geht es in den nächsten Kampf. Ja, jetzt haben wir nämlich noch einen Helden mehr. Das ist nice. Das heißt, man kann immer mehr Helden sammeln. Man muss da ein bisschen gucken, dass man die Attacken timet. Ich gehe am besten jetzt erstmal auf den in der Mitte. Ich glaube, das macht Sinn. Natürlich bin ich kein Profi in diesem Game. Aber ich glaube, es ist ganz sicher oder ganz gut, wenn wir vielleicht den mittleren zuerst angreifen. Heilen können wir uns auf jeden Fall auch. Ich speede mal kurz ein bisschen ab hier. Läuft's gut für uns? Okay, wir können das nochmal einsetzen. Ja, es läuft gut. Wir haben es geschafft. Sehr geil. Sieg, Freunde! Nächster Kampf wurde geschafft im Prolog. Was ist jetzt los? Wir sind auf jeden Fall kurz davor, das Ganze hier im Prolog zu beenden. Okay, oh. Jetzt kämpfen wir erst immer nicht gegen die Monster, die wir vorhin hatten, sondern jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, wir greifen hier an. Zack. Und das setzen wir auch ein. Ja, ich glaube, der Kampf wird schon ein bisschen schwieriger, aber das dürfen wir trotzdem noch relativ einfach schaffen. Ich meine, es ist das Tutorial, Freunde. Ganz ehrlich, da sollten wir doch wenigstens die Anfangskämpfe gewinnen. Aber ich muss sagen, es läuft gut, Freunde. Es läuft gut. Komm, wir greifen jetzt nochmal hier in der Ecke an und dann setze ich direkt das hier ein. So, und dann ist der nämlich auch raus. Und den müssten wir doch... Genau, den haben wir jetzt auch bekommen. Sehr schön. Das heißt, wir haben den nächsten Sieg. Ich glaube, ich bin jetzt auch kurz davor, durchs Tutorial zu gehen. Wir sind jetzt bei 18 von 19. Das heißt, gleich sind wir durch. Und wenn ich das jetzt abschließe, sind wir durch. Sehr geil, Freunde. Jetzt kommt Prolog 2. Das heißt, es geht noch ein bisschen weiter. Ich denke aber, ihr habt so ein bisschen verstanden, wie das ganze Spiel läuft. Man macht halt Quests, man kämpft unter anderem. Ich finde auch, das Kämpfen ist ganz geil. Ich würde sagen, wir gucken uns noch mal ein weiteres Spiel an von GT Arcade. Wer Bock auf das Game hat, ne, kann es gerne mal reingucken. Und wie gesagt, alle Spiele sind in der Aktion mit drin. Also ist ganz egal, was ihr davon spielt. Ihr müsst einfach nur während der Aktion halt zocken, sonst geht es natürlich nicht. Und die geht eben, ich kann es mal kurz sagen für alle, vom 5. August bis zum 18. August. Also die startet genau jetzt, wenn ihr das seht. Deswegen Link in der Beschreibung, checkt es mal ab und geht bis zum 18. Und da könnt ihr, indem ihr einfach nur ein bisschen mitzockt, helfen, was Gutes zu tun. Ich würde sagen, wir probieren mal Rangers of Oblivion noch. Mal gucken, ob wir das hier auch am PC zocken können. Obwohl, ne, ich sehe es direkt, Freunde. Das ist eins der Games, die könnt ihr zum Beispiel einfach auf dem Handy spielen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, geht in den Play Store. Das heißt Rangers of Oblivion. Ihr seht, das ist von GT Arcade. Könnt ihr einfach am Handy zocken, hat auch eine gute Bewertung. Also das Spiel ist kein Scheiß oder sowas. Es ist, wie gesagt, kostenlos, wenn ihr hier mitzockt. Das heißt, GT Arcade geht nicht. Was machen wir dann? Dann gehen wir auf Legacy Discord. Ich würde sagen, da gucken wir nochmal zusammen rein, Freunde. Mal sehen, ob das hier ganz geil ist. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze, Freunde. Guckt mal. Das heißt, es gibt einige Spiele, wahrscheinlich sogar fast alle Spiele, auch für den PC und fürs Handy. Das ist natürlich sehr geil. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken dann hier bei Legacy of Discord rein. Wir müssen auf jeden Fall wieder eine Klasse auswählen. Ich glaube, was nehmen wir denn hier? Blade Dancer, Sorceress. Ich glaube, wir sind natürlich... Wir nehmen hier den Blade Dancer. Ich glaube, den finde ich ganz geil. Gefällt mir ganz gut. Und wir machen... Was können wir hiervon noch? Ach so, wow, okay, die Preview, wie man später aussehen kann, ist das wahrscheinlich. Das heißt, wir fangen so an und können halt das werden. Würde ich sagen, die Klasse gefällt mir. Wir starten mal und wir erstellen direkt auch einen Charakter. Da sind wir auch schon in Celestia City und ich denke mal, wir müssen zu Elise. Okay, wir müssen auf jeden Fall Elise unter anderem beschützen. Wo gehen wir denn dann am besten mal hin? Tisun gibt's hier, okay. So, Chapter 1 gehen wir am besten jetzt mal hier direkt rein. Tap to continue, okay. Wir müssen auf jeden Fall was zocken. Das Interessante ist, Freunde, dass dieses Ding hier gibt es auch genauso fürs Handy wahrscheinlich. Und wir können es einfach hier im PC spielen. Irgendwie auch ziemlich cool. Feier ich. Das ist natürlich auch praktisch. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Weg. Den gehen wir am besten mal ein bisschen lang. Oh, nee, da ist ein Monster. Okay, alles klar. Wie greife ich denn an, Freunde? Wie greife ich an? Verdammt, warte mal. Kann man hier runterfallen? Nee, man kann... Oh, warte mal ganz kurz. Haben wir irgendwie Attacken? Nee, die kann ich lernen... Doch, hier ist eine Attacke, oder? Doch, mit der können wir angreifen. Okay, super. Dann würde ich sagen, jetzt gibt's einfach mal hier schnell auf die Schnauze für die Monster. Zack, zack, zack. Ja, hier kann ich einfach richtig reinhauen. So, okay, das war's für die. Tschüss, tschüss, wir gehen weiter. Oh, da kommen aber noch einige mehr. Egal, wir stellen uns einfach mitten rein, komm. Das müsste doch in den ersten Leveln noch ganz gut funktionieren.
Ja, das funktioniert auch sehr gut. Sehr schön. Jetzt kommt der Bossfight schon. Okay. Also ich denke, um Eindruck vom Spiel zu kriegen, Freunde, ist das ganz geil. Ich hoffe, ihr habt Bock dazu. Wir gucken mal. Ja doch, den Boss kriegen wir auch. Komm. Wollen wir da auch einfach... Oh ne, jetzt haben wir schon Attacken, weil wir aufgelevelt sind. Yo. Okay, damit kann ich mich anscheinend teleportieren. Okay, ich muss mal... Oh Gott. Okay, der gibt uns sogar ein bisschen Schaden. Aber ja doch, den kriegen wir, wenn ich einfach drauf hau. Ja, der macht irgendeine Power-Up. Verdammt. Oh, jetzt bin ich... Okay, dann machen wir das nochmal schnell. Zack. Und dann haben wir ihn auch schon besiegt. Sehr schön. Okay, das war's mit dem Boss vom allerersten Level. Den haben wir platt gemacht. Aber das Gold will ich natürlich noch holen. Zack. Ah, sehr cool. Oh, wir dürfen Karten aufmachen. Da würde ich sagen, wir machen mal die Karten hier auf. Wir haben bekommen, ja, ein bisschen Gold und Obsidian. Ich denke, das ist ganz geil. Oh, wir haben irgendwas bekommen. Eine neue Waffe. Sehr schön. Okay, dann haben wir das jetzt drin. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen, wie diese Aktion läuft. Und ich hoffe, ihr habt Bock, das Ganze zu unterstützen. Ich finde es an sich eine sehr coole Sache, auch eine sehr coole Promotion-Aktion von denen. Und am Ende kommt da was Gutes rum, allein dadurch, dass ihr zockt oder eben streamt. Ich verlinke euch die Seite, wie gesagt, unten. Da kommt ihr dann auch direkt zu den Spielen, wo das Ganze funktioniert. Es geht, glaube ich, bei fast allen Spielen von GT Arcade. Lest es euch am besten in Ruhe durch, wenn es euch interessiert. Und jetzt würde ich sagen, noch einen super schönen Tag, Freunde. Cool, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Haut rein. Bis dann und ciao.